Top Agrar Schleppertest. Ein einfacher 75 PS Schlepper ist als Zweit- oder Drittschlepper auf vielen Betrieben unterwegs. Wir haben 11 verschiedene Modelle getestet und beispielsweise Leistungs- und Verbrauchswerte sowie Hubkräfte gemessen. In diesem Video stellen wir euch einige Ergebnisse des Kubota M4073 vor. Die Serie M4003 von Kubota ist die kleinste Standardtraktorenbaureihe des japanischen Herstellers. Die Reihe umfasst zwei Modelle. Der M4073 ist mit 74 PS das größere Modell. Motor, Getriebe, Achsen und Kabine stammen aus eigener Produktion. Den Frontlader bezieht Kubota hingegen seit neuestem vom französischen Hersteller MX. Im Test kam der Kubota mit einer mechanischen Hubwerksregelung. Die mechanische Außenbedienung über ein Drehrad und Baudenzug könnte feinfühliger sein. Es gibt nur eine Position für die Hubstreben. Damit hebt der Kubota ca. 2,7 Tonnen. Der Lader mit der Bezeichnung LK1500H erreichte die größte Hubhöhe in der ersten Testgruppe. Die Hubkraft hingegen war mit bis zu 1420 kg etwas unter dem Schnitt. Die hydraulische Parallelführung lässt sich in zwei Bohrungen abstecken. Das optimiert die Führung jeweils für den Schaufel- bzw. Palettengabeleinsatz. Mit der 62 Liter pro Minute fördernden Ölpumpe erreicht der Lader ordentliche Zykluszeiten. Die hydraulische Parallelführung macht den Lader sehr übersichtlich. Beim Anheben kann man zudem so ordentlich nachschöpfen. Dabei muss man jedoch vorsichtig sein, da man die Schaufel auch auf der Motorhaube entladen kann. Die Ausstattung im Test war sehr komfortabel. Der elektrohydraulische Joystick war am Sitz montiert. Der dritte Steuerkreis lässt sich ebenfalls proportional bedienen. Zudem konnten wir sogar die Werkzeugpositionen speichern und per Knopfdruck wieder aufrufen. Der Joystick vibriert beim Erreichen der Position. Die elektrohydraulische Wendeschaltung lässt sich etwas in der Aggressivität verstellen. Der Abbau des Laders ist einfach. Die Schaufel parallel auf den Boden stellen, die Stützen ausklappen, die Verriegelungen öffnen und den Multikuppler lösen. Anschließend kann man mit dem Schlepper schon aus der Schwinge fahren. Das Getriebe hat drei Gruppen inklusive einer Kriechgruppe. Die sechs Gänge schaltet man mit einem Hebel, der auch einen Kupplungsknopf hat. Die Kupplungsfunktion ist jedoch sehr sanft. Beim Aussteigen muss die Getriebesperre eingelegt sein, sonst piept es. Die Staubkappen waren für einige Hydraulikstecker zu klein. Im Test mit zwei Ventilen liegen die Hebel in guter Position auf der Konsole. Durch das lang übersetzte Getriebe kommt der Kubota bei 1900 Umdrehungen pro Minute auf seine Endgeschwindigkeit von 42,5 km/h. Auch im fünften Gang erreicht der Schlepper die 40er-Marke, dann aber bei Nenndrehzahl. Da in diesem Bereich auch die Maximalleistung liegt, muss man an Steigungen schon mal runterschalten. Insgesamt kam uns das Getriebe zudem recht schwergängig vor. Die maximale Leistung von 59,4 PS an der Zapfwelle erreicht der 3,3 Liter große Vierzylindermotor bei 2000 Umdrehungen pro Minute. Dabei liegt der Verbrauch am oberen Ende der Testgruppe. Der günstigste Verbrauch liegt bei niedrigen 975 Umdrehungen. Dabei leistet der Schlepper nur noch 30 PS. Die Nutzlast ohne Schwinge beträgt gute 2220 Kilogramm. Und auch mit Schwinge sind es noch ordentliche 1750 Kilogramm. Damit erreicht der Kubota in der ersten Testgruppe die besten Werte. Durch die Portalachse kommt der Kubota auf den geringsten Wendekreis von 7,8 Metern. Die Lenkung ist lang übersetzt, die Bremse etwas ruppig. Die elektrohydraulische Zapfwelle bietet zwei Drehzahlen, worunter optional auch eine Tausender-Übersetzung ist.
Der Sanftanlauf im Test ist ebenfalls Wunschausstattung. Leider stoppt die Welle, sobald man vom Sitz aufsteht. Man musste sie für solche Einsätze immer von außen einschalten. Mittlerweile gibt es laut Kubota einen Extraschalter für den Sitzkontakt. Im Hauptarbeitsbereich zwischen 4 und 12 km/h gibt es 8 gut abgestimmte Gänge. Für den kompletten Frontlader in der hohen Ausstattung sind etwa 11.000 Euro fällig. In der Grundausstattung kommt der Kubota auf einen Listenpreis von gut 54.000 Euro. Den Preis in Testausstattung sowie alle Details und Messwerte des Kubota M4073 lesen Sie in den Top-Agrarausgaben 1, 2 und 3 2022.